Benny ist jetzt 1,5 Jahre alt und so langsam geht's an die Windelabgewöhnung. Bei meinem Sohn vor 12 Jahren ist es einfach so passiert. Er hat irgendwann einfach entschieden, dass er die Windeln nicht mehr anziehen möchte, auch nicht mehr zum Schlafen. Und dann habe ich das auch von heute auf morgen umgesetzt. Sie zieht ihre Windel schon aus, sie will sie einfach nicht mehr anhaben. Ja, das Problem ist nur, sie merkt noch nicht genau, wann es soweit ist. Und deshalb geht so einiges in die Hose. Aber das macht uns nichts aus, wir machen ihr da gar keinen Druck. Ich glaube, man muss da einfach sehr auf seine Kinder hören. Warten, bis ich eindeutige Zeichen von meinem Großen kriege. Wir brauchen ganz viel Vertrauen ins Kind und wir brauchen Zeit. Wir dürfen uns nicht stressen lassen vom Umfeld, das meint, das Kind müsste jetzt und jetzt sauber sein. Einfach keinen Druck machen. Auf jeden Fall das Kind nicht unter Druck setzen, denn jedes Kind hat ein anderes Tempo. Also keinen Stress machen lassen und das kommt ganz von selbst. Ein Tipp aber von meiner Seite, wir haben die warme Jahreszeit dazu genutzt, das Kind einfach nackig durch die Gegend laufen zu lassen. Und so hat sie mal gefühlt, dass es toll ist, wenn da untenrum ein bisschen Luft hinkommt. Wenn Luna sich auf ihren Toilettenstuhl setzen möchte, dann tut sie das. Wenn es ein Erfolgserlebnis gibt, dann hagelt es natürlich Applaus. Ich fände es zum Beispiel auch lustig, ja, das Kind einfach dran teilhaben zu lassen, wenn Mama mal Lulu geht. Als weiteren Tipp, entweder ein Toilettensitz mit schönem Hocker oder ein ganz hübsches Töpfchen und dann natürlich regelmäßig zur Toilette gehen bzw. das gemeinsame zur Toilette gehen anbieten.